in das Leichtschwergewicht, die 73. Der 27-Jährige zurück, der ursprünglich mit 160 Kilogramm im Reißen starten wollte. Er kommt jetzt, er nimmt den Wettkampf auf mit 162,5 Kilogramm. Dann wird es ja immer sofort laut, wenn ein türkischer Heber die Plattform betritt. Aber dann wieder atemberaubend still, wenn er sich konzentriert. Erster Versuch. Lange noch versucht, die Situation zu retten, die Hantel unter Kontrolle zu bekommen, aber keine Chance. Türkische Teilnehmer hier nach ausgelassenen 162,5 Kilogramm. Nun der Versuch über 165. Die Türken sind ja volksverwöhnt mit 8 Goldmedaillen. Führen sie hier bei den Herren nämlich den Medaillenspiegel an. Und das wollen sie von ihm. Die 165 hat er geschafft. Aber ihm bleibt natürlich nur noch ein Versuch. Versuch geschafft, nachdem er im ersten Jahr 2,5 Kilogramm weniger gescheitert war. Nun alles oder nichts, nun 170 Kilogramm. Munternder Applaus, obwohl er abbringt, es bleibt für ihn bei den 165 Kilogramm aus dem zweiten Versuch. Er will gleich ziehen. Chinei Yuc. 205 Kilogramm für seinen ersten Versuch. Er steht noch nicht zurück. Kassiert aber 3 weiße Lichter. Der Versuch wird gut gegeben. Und das heißt, im Stoßen liegen im Moment 2 Türken vorne. Mark Huster auf den 3. Platz. Aber wie schaut es im Zweikampf aus? Da hat Bülut einen großen Rückstand. 7,5 Kilogramm. Auf Huster, also da ist er an den Deutschen noch nicht ran. Und wie sieht es in der B-Gruppe aus? Das beste Ergebnis da im Zweikampf, 365 Kilogramm. Auch da ist Huster ja schon weit drüber mit seinen 375 Kilogramm. Also im Moment die Führung für Huster im Zweikampf noch sicher. Bronze war auch nicht zu sehen. Er wird jetzt höchstwahrscheinlich den Weltrekord angehen. 210,5 in seinem zweiten Versuch. Damit würde er Husters Weltrekord brechen und Huster von der Spitze im Stoßen verdrängen. Im Zweikampf hätte Bülut dann aber trotzdem nur 275 Kilogramm, 7,5 weniger als Mark Huster. Also da kann nichts mehr anbrennen. Das Zweikampfgold ist dem Mann aus Chemnitz schon sicher. Er schafft den Weltrekord. Er schafft ihn nicht. Nicht korrekt ausgestoßen, sagt die Jury. Nicht korrekt. Das führt natürlich zu tiefen Buhrufen. Und jetzt wird die Atmosphäre hier gespannt. Denn Frank Manzek hat es noch gesagt. Ich habe meinen Athleten gesagt, verhaltet euch ruhig.
provoziert das Publikum nicht. Markus da hat das auch gemacht, aber vielleicht geben Sie ihm ja jetzt die Chance, dass Ihr Sunay Bülüt diesen Versuch nicht mutig gegeben bekommen hat. Denn wenn Markus da den Türken schlagen will, ihm vielleicht einen gerade errungenen Weltrekord wieder abbringen will, ob dann das Publikum ganz ruhig bleibt, das weiß ich auch nicht. Andre Heber sind nicht mehr draußen. Die Entscheidung im Zweikampf auf jeden Fall gefallen. Gold für Markus da, Silber mit 380 Kilogramm für Sergo Chakoyan und Bronze mit 372,5 Kilogramm für Vadim Barkatschiuk, den Mann aus Moldawien. Der vierte Platz geht mit 370 Kilogramm an Alexander Lyschik, den Europameister von 1993 und Vize-Europameister dieses Jahres. Jetzt aber der zweite Anlauf von Sunay Bülüt. 210,5 Kilogramm. Das wäre die Führung und der neue Weltrekord. Für den Türken ein halbes Kilogramm mehr als Markus da vor ziemlich genau einem Jahr in Melbourne. Oster hat ja noch einen Versuch. Dieses Mal, da hat er ihn. Die Betreuer kommen auf die Plattform. Drei weiße Lichter. Das ist ein neuer Weltrekord. Und die Führung im Stoßen für Sunay Bülüt. Mark Huster muss das übertreffen. Im Zweikampf hat Bülüt allerdings 275 Kilogramm. 375 Kilogramm und damit da die Bronzemedaille. Also nach dem enttäuschenden 10. Platz im Reißen hat er sich noch erheblich verbessert. Im Rechnen geht es manchmal ein bisschen hin und her, da wird ja alles per Hand machen müssen. Und natürlich auch in diesen spannenden Momenten gebannt auf den Schirm schauen. Weltrekordler Sunay Bülüt. Aber der Wettbewerb ist noch nicht vorbei. Markus da, der natürlich ganz vorne steht. Sunay Bülüt mit 375 Kilogramm.